und die Zukunft. Es ist unser Auftrag und unsere Pflicht, hinauszugehen. Und da draußen die Türen in den Taxi Bayern und überall im Vorderland. All unsere Freunde, Nachbarn, Kollegen und tausende weitere Bürger. Klatscht noch weiter und dürft auch gern lauter klatschen. Martin Böhm, der fast genauso hübsche bei wirklich ganz kurzen Grußworte. Einmal der Andreas Rossig aus Litau, das ist Sachsen-Anhalt. Das ist kein Entlastungsgesetz, das ist ein Belastungsgesetz, so muss man es nennen. Also wenn ich jetzt Wikipedia einschalte, dann kommt die einfach sagen, das ist nicht das Problem. Lass doch mal irgendwas. Lass doch mal das eskalieren. USA, China, USA. Lass doch mal da was eskalieren. Das kommt als nächstes. So, was sagt China? Aber das wäre dann doch niemand, der sich jetzt so Das war für mich heute aber wirklich zum ersten Mal diese persönliche